Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger er und alle anderen Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wer ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken und dies mit ansahen, was sie sich auch schwuren. Als sie verreckten, wer begrub sie? Ob's wollen oder nicht, sie sind bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Der hält sich an die Bibel, pfeift aufs BGB. Der wird ein Christ, der wird ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst. Nachmittags weigt man sich noch ne Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, doch vor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Da steht nun einer fast schon unterm Galgen, der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem Brüchenfädchen. Und was hat er im Kopf, der Bursche? Mädchen, schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er ist schon sowieso verkauft mit Haut und Haar. Bei ihr hat er den Judaslohn gesehen. Und er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch das Grabloch war. Und er mag wüten gegen sich und toben, bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben.